Ist Soja eigentlich gesund oder schädlich? Hallo zusammen, ich bin Rahel vom Zentrum der Gesundheit. Heute geht es um Soja. Viele von euch haben vielleicht schon eine Meinung dazu, halten Soja für schädlich oder sogar für giftig. Schließlich gibt es viele Artikel und Videos im Netz, die genau das behaupten. Andere von euch lieben Soja und fühlen sich damit sehr gesund und leistungsfähig. Wie also ist es wirklich? Ist Soja nun gesund oder tatsächlich sehr ungesund? Ist Soja umweltschädlich, weil dafür Regenwälder gerodet werden? Fördert man die Gentechnik, wenn man Tofu kauft? Wird man krank, wenn man gerne Sojamilch trinkt? All das klären wir in diesem Video. Beginnen wir mit der Gentechnik. Sojaprodukte für den menschlichen Verzehr werden nicht aus Gensoja hergestellt. Wer also Sojaprodukte konsumiert, kommt im Allgemeinen nicht mit der Gentechnik in Berührung. Gensoja wird hingegen für die Sojaölproduktion und für Viehfutter eingesetzt, sodass eher Menschen, die tierische Produkte zu sich nehmen, indirekt auch Gensoja essen. Ja, es ist gar so, dass über 90% der Soja-Welternte für Sojaöl und Viehfutter verwendet wird. Nur ein Bruchteil für Lebensmittel wie Tofu und Sojamilch. Bio-Sojaprodukte werden außerdem zu einem Teil bereits aus deutschen oder österreichischen Sojabohnen hergestellt, sodass diese auch nicht zu einer Abholzung der Regenwälder beitragen. Soja sei keine vollwertige Proteinquelle, heißt es oft. Das Gegenteil ist aber der Fall. Die Sojabohne ist sehr eiweißreich und verfügt über ein ausgewogenes Aminosäureprofil. Auch die Aminosäuren Methionin und Cystein sind in ausreichenden Mengen enthalten, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie in Kuhmilchprodukten oder Fleisch. Auch versorgen Sojaprodukte mit der Aminosäure Lysin, die in Getreideprodukten in etwas geringerer Menge vorhanden ist, sodass sich Getreide und Soja in einer Mahlzeit sehr gut ergänzen. Genauso wird oft behauptet, Soja sei ein gefährliches Allergen. Viele Menschen würden daher auf Soja mit Allergien reagieren. Auf Soja reagieren jedoch weniger Menschen allergisch als auf Kuhmilch, Eier und Erdnüsse. Soja ist somit ein schwächeres Allergen als Käse, Joghurt und Rührei. Dann wieder heißt es, Soja wäre schlecht für die Schilddrüse und sollte daher keinesfalls von Leuten gegessen werden, die Schilddrüsenprobleme haben. In Wirklichkeit sind Sojaprodukte nur dann problematisch für die Schilddrüse, wenn man sich plötzlich größtenteils von Sojaprodukten ernähren würde. Dasselbe gilt für Kohlgemüse und Hirse. Beide können zu Schilddrüsenproblemen führen, wenn man ab sofort nur noch Kohl oder nur noch Hirse essen würde, wobei es bei der Hirse auch noch eine ganz bestimmte Hirseart sein muss, damit sich diese schädlich auf die Schilddrüse auswirken könnte. Wobei es diese Hirseart gar nicht im Handel gibt. Praktiziert man nun aber eine abwechslungsreiche pflanzenbasierte Ernährung, die auch Sojaprodukte enthalten kann, dann senkt diese sogar das Risiko für Schilddrüsenerkrankungen, wie eine Studie zeigte, über die wir auf unserer Webseite berichtet haben. Den entsprechenden Text verlinken wir in der Infobox. Selbst in Bezug auf Krebs können Sojaprodukte unter Umständen eine schützende Wirkung haben, aber nur, wenn man Soja in Form von Tofu, Tempeh und anderen Sojaprodukten zu sich nimmt. Diese Sojaprodukte scheinen Gene zu aktivieren, die das Tumorwachstum hemmen. Gleichzeitig werden solche Gene unterdrückt, die das Tumorwachstum und die unkontrollierte Ausbreitung von Krebszellen fördern könnten. Die aus der Sojabohne isolierten Soja-Isoflavone hingegen, die oft als Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform angeboten werden, haben eher gegensätzliche Wirkung. Sie können das Krebswachstum unter Umständen sogar fördern. Und genau das ist der Grund, warum an mancher Stelle behauptet wird, Soja verursache Krebs. Das aber ist, wie eben erklärt, zu kurz gedacht. Die Details zum Einfluss von Soja auf Brustkrebs findet ihr in unserem Artikel über Sojaverzehr bei Brustkrebs, den wir ebenfalls in der Infobox verlinken. Dort findet ihr auch unseren Artikel zu Prostatakrebs. Denn Soja eignet sich auch zur Prävention von Prostatakrebs sehr gut, aber natürlich nur, wenn naturbelassene Sojaprodukte wie Tofu und Tempeh gegessen werden. Nun enthalten Sojabohnen aber Oxalsäure und Phytinsäure. Diese beiden Pflanzenstoffe können im Darm die Mineralstoffaufnahme hemmen. Daher sagen Sojakritiker häufig, Sojaprodukte würden zu einem Mineralstoffmangel und infolgedessen auch zu einer Osteoporose beitragen. Schaut man sich an, wie viel Oxalsäure denn in Soja enthalten ist, dann fällt auf, es ist deutlich weniger als in Rote Bete und auch weniger als in Mangold oder Spinat.
ohne dass jemand diese Lebensmittel als giftig bezeichnen würde. Phytinsäure wäre ein Problem, würde man sie in isolierter Form regelmäßig in großen Mengen zu sich nehmen. Sojaprodukte aber enthalten keine problematischen Phytinsäuremengen. Die nach der Verarbeitung verbliebenen Restmengen wirken sogar sehr positiv auf die Gesundheit, nämlich antioxidativ, krebshemmend und knochenstärkend. Von sojabedingtem Mineralstoffmangel und Osteoporose also keine Spur. Letztendlich werden noch Enzyminhibitoren, Saponine und Lektine angeführt, die dazu führen sollen, dass Sojaprodukte schwer verdaulich seien. Allerdings scheint man hier von der rohen Sojabohne auszugehen, die jedoch sowieso niemand isst. Bei der Verarbeitung zu Sojaprodukten werden die genannten Pflanzenstoffe mengenmäßig stark reduziert. Die noch übrigen Anteile davon gelten wiederum als antioxidativ und krebshemmend und somit als sehr gesundheitsfördernd. Saponine wirken sogar blutzucker- und gewichtsregulierend, während die in Sojaprodukten geringen Lektinmengen vor Darmkrebs schützen können. Große Lektinmengen, die tatsächlich giftig sind, kommen hingegen in allen rohen Bohnen vor. Daher kocht man Bohnen vor dem Verzehr. Und zwar alle Bohnen, nicht nur Sojabohnen. Manchmal heißt es auch, Sojaprodukte hätten so starke hormonähnliche Wirkungen, dass sie zu Unfruchtbarkeit führen könnten. Schaut man sich die zugrunde liegenden Studien an, dann wird schnell klar, dass gewisse Sojaprodukte tatsächlich den Hormonhaushalt irritieren können. Aber nur, wenn man Babys ausschließlich mit Sojasäuglingsnahrung ernährt, wenn man als Erwachsener extrem viele Sojaprodukte isst oder wenn man isolierte Sojaisoflavone einnimmt. Nirgends aber ist die Rede von einer schädlichen Auswirkung, wenn man täglich ein Glas Sojamilch trinkt oder ein Stück Tofu isst. Die Wahrheit über Soja ist also, dass Soja nur in 4 Fällen schädlich sein kann. Erstens, wenn man rohe Sojabohnen oder rohe Sojabohnensprossen essen würde. Zweitens, wenn man extrem viele Sojaprodukte essen würde, zum Beispiel täglich 1 bis 2 Liter Sojamilch plus Sojaaufschnitt aufs Brot, Sojasahne im Gemüse und zum Dessert noch ein Pfund Sojajoghurt. Drittens, wenn man Säuglinge ausschließlich mit Soja-Säuglingsnahrung füttert und selbst das überstehen viele Kinder erstaunlich gut. Viertens, wenn man über einen langen Zeitraum isolierte Soja-Isoflavone oder Sojaprotein-Isolate als Nahrungsergänzung einnimmt. Wobei es auch hierzu selbst positive Studienergebnisse gibt, sodass keinesfalls behauptet werden kann, Produkte aus Soja-Isoflavonen seien rundherum schlecht. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass Sojaprodukte für die meisten Menschen nicht nur völlig unproblematisch, sondern auch sehr gesund sein können. Nämlich dann, wenn man beim Sojaverzehr auf ein paar Regeln achtet. Wie bei jedem Lebensmittel solltet ihr auch beim Kauf von Sojaprodukten auf möglichst naturbelassene Produkte von hochwertigen Herstellern zurückgreifen. Wie zum Beispiel auf Tofu, Sojamilch, Sojajoghurt, Sojafrischkäse etc. von Sojana in der Schweiz oder Taifun in Deutschland. Natürlich wählt ihr Sojaprodukte in Bioqualität, idealerweise aus deutschen oder österreichischen Sojabohnen. Selbstverständlich ernährt ihr euch nicht ausschließlich von Sojaprodukten. Ihr trinkt also nicht täglich literweise Sojamilch und esst auch nicht täglich 1 Pfund Tofu. Stattdessen sind täglich 100 Gramm Tofu und zum Beispiel 200 Milliliter Sojamilch für eine erwachsene Person kein Problem. Soja ist keine Säuglingsnahrung. Säuglinge sollten daher nicht mit Sojasäuglingsnahrung ernährt werden. Nahrungsergänzungen mit hochkonzentrierten und isolierten Sojaisoflavonen oder Sojaproteinisolate sind nicht empfehlenswert. Wenn ihr eine Sojaallergie habt oder ihr euch einfach nicht wohlfühlt, nachdem ihr Sojaprodukte gegessen habt, esst ihr natürlich keine Sojaprodukte. Detaillierte Informationen zu Soja findet ihr außerdem in unserem ausführlichen Artikel über den Sojaverzehr. Dort findet ihr auch die entsprechenden Studien. Den Artikel verlinken wir in der Infobox unten. Solltet ihr nun Lust auf leckere Sojarezepte bekommen haben, dann findet ihr diese in unserem Kochstudio hier auf YouTube. Wenn ihr lieber auf unserer Webseite stöbern wollt, dann macht das gerne in der Rezeptrubrik auf zdg.de. Gebt dort in der Suche Tofu, Tempeh oder Soja ein. Ihr erhaltet dann zahlreiche Rezeptvorschläge von Bratlingen und Brotaufstrichen über Curries und Gulasch bis hin zu Tofu-Spießen und Tofu-Dressings. Lasst es euch schmecken, guten Appetit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne wieder in einem Infovideo oder auch in einem Rezeptvideo. Bis dann. Tschüss.